endlich mal wieder ein so richtiges Survival-Horror-Spiel spielen können, aber dann in diesem Pixel-Brei-Look? Boah, gar keinen Bock drauf. Ungefähr so sah es in meinem Kopf aus, als ich zum ersten Mal über Lamentum gelesen hatte. Und ich kann euch direkt auch schon sagen, ich lag so falsch. Denn die Erwartungen an das Spiel wurden mehr als übertroffen und der Look des Spiels, der hat sogar nach ein paar Minuten richtig Charme ins Ganze gebracht. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video mit einem relativ frischen Indie-Titel, komplett in Retro-Optik. Was das Spiel ansonsten noch so ausmacht und warum es so toll ist, das klären wir alles nach dem kurzen Intro. Ohne zu große Erwartungen habe ich mich natürlich kostengünstig an das Spiel gewagt. Der Beginn war dabei eher schon fast öde und etwas langweilig, aber spätestens mit dem Betreten des Anwesens von Lord Steinroth haben mich so richtig alte Resident Evil Vibes gepackt. Schließlich geht es hier um ein altes Herrenhaus mit einem riesigen Areal drumherum, irgendwo im Nix und plötzlich geht hier richtig die Post ab. Schön. Aber zurück zur Hintergrundgeschichte. In dieser reisen wir als Victor zusammen mit unserer todkranken Frau in das besagte Anwesen. Lord Steinroth ist dabei sowas wie die letzte Hoffnung für unsere todkranke Frau. Er ist ein sehr weiser, aber in der Stadt auch oft als böser angesehener Mann, der aber scheinbar auch sehr hilfsbereit zu sein scheint. Wenig später gehen wir dann im Anwesen zu Bett und als wir wieder aufwachen, liegen wir auch schon in unserem eigenen Blut, notdürftig zusammengeflickt und unsere Frau ist dann auch noch weg. Und so beginnt die Suche nach ihr und nach unseren Erinnerungen der letzten Wochen. Immer mehr und mehr entwirrt sich dabei eine dämonische und sehr böse Geschichte, doch was haben wir letzten Endes damit zu tun und können wir auch alles wieder gut machen? Um das zu erfahren, müsst ihr das Spiel aber wie immer selber spielen. Survival in der Welt von Lamentum ist in erster Linie das Managen von unserem 9-slottigen Inventar plus das Kämpfen gegen die vielen Kreaturen der Hölle, die sich bei unserer Suche entgegenstellen. Dabei ist so ziemlich alles, was direkt aus einem Albtraum kommen könnte: heulende Babymonster, Tentakel-Butler-Mutanten, kotzende Riesenviecher und noch einiges mehr. Und gegen diese kämpfen wir bei unserer Suche durch das Anwesen immer mal wieder an. Anfangs noch nur mit einem Küchenmesser, gehen dann aber über zu einem Schürhaken, bis hin zu einem Säbel oder sogar Streitkolben. Aber auch Schusswaffen haben es tatsächlich ins Spiel geschafft. Vor allem eine Pistole sowie eine Flinte. Die Munition dafür ist aber leider eher karg, weswegen wir dann doch eher im Nahkampf sind. Zum Glück bietet das einfache Kampfsystem aber auch eine Ausweichaktion an, mit der man dann doch recht effektiv durchs Spiel kommt, wenn man das Ganze erstmal geschnallt hat. Falls wir doch zu viel auf der Mütze bekommen, finden wir aber auch ausreichend Heilungstränke. Dafür müssen wir dann Möbelstücke durchsuchen und immer die Augen offen halten. Was wir sowieso müssen, um die Rätsel in der Spielwelt zu lösen und die vielen Gegenstände zu finden. Die Rätsel, die es im Spiel gibt, sind dabei größtenteils sehr einfach. Sowas wie passende Schlüsse zusammenzusuchen oder die passenden Gegenstände, um einen weiteren Abschnitt des Spiels freizuschalten. Ebenso gibt es aber auch komplizierte Rätsel, in denen wir beispielsweise Worte entschlüsseln müssen oder eine Sprache übersetzen. Mein Hassrätsel hier war aber eher ein anderes, nämlich das hier. Dabei müssen wir uns einen Weg über verschiedene Felder bahnen und es gibt hier richtige und falsche Felder. Betrete ich hier das falsche Feld, gibt es direkt Schaden oder sogar als Geschenk den Tod. Dann starte ich wieder an meinem letzten Speicherpunkt und jedes Mal speichern kostet hier Tinte, außer auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Und es geht immer nur an Schreibmaschinen, die wild überall im ganzen Gelände des Anwesens verteilt sind. Packt jetzt noch die gruseligen und mysteriösen Charaktere der Spielwelt dazu. Wirre Dialoge, viel Blut und ihr habt im Grunde die gesamte Essenz dieses kleinen Indie-Spiels. Dieser etwa 5- bis 6-stündige Ausflug voller Tod und Leid hat jetzt vielleicht nicht die schönste Grafik, aber es reicht durchaus trotzdem zum Gruseln. Der Pixelbrei sorgt nämlich auch dafür, dass man hier deutlich mehr rein fantasieren muss, weil oft schon von der Optik nicht erkennbar ist, wie sich beispielsweise neue Gegnertypen beim ersten Sichten verhalten. Und trotzdem hat auch dieses Spiel wieder schöne und nicht ganz so schöne Orte, Details und detailarme Stellen im Spiel. Ich glaube, am Ende muss man das einfach mögen oder man kann es direkt lassen.
Genauso minimalistisch ist aber der Sound des Spiels dennoch ausreichend, erwartet nur nicht allzu viel Musik oder gesprochene Dialoge, die gibt es nämlich nicht, wird auch glaube ich nicht ins Spiel passen. Und trotzdem fiebert man hier durchaus auch mit, sorgt sich um Victor, bis dann letzten Endes zum Schluss alle Informationen zusammenkommen, dann enttäuscht das Spiel mit seinem Ende schon irgendwie. Leider. Für das letzte Viertel des Spiels bekommt es von meiner Seite auch am meisten Abzüge. Das vor allem wegen dem Endbosskampf, der einfach nur schlecht war, und vor allem wegen den Gärten, inklusive Irrgarten. Da hat doch wirklich jeder Bock drauf auf so einen schönen Irrgarten. Für mich liegt das Spiel trotzdem bei 6,5 von 10 Punkten. Ja, ist jetzt nicht die beste Bewertung und es ist auch sicherlich nicht das beste Spiel der Welt, aber trotzdem eine kleine schöne Perle, die ihr Geld durchaus wert ist, vor allem wenn man mit diesem Retro-Stil etwas anfangen kann. Mir hat es aber trotzdem vor allem an Inhalten gefehlt und ich werde das Gefühl auch nicht los, dass hier irgendwo ein kompletter Spielabschnitt einfach gestrichen wurde. Für mich bleibt es aber eine kleine Perle, die ich für gerade mal 2,50 Euro gerne weiterempfehlen kann. Also traut euch ruhig mal. So, links und rechts gibt es jetzt in der Endcard nochmal zwei Videoempfehlungen. Ich weiß nicht, was YouTube euch hier reinpackt, aber es sind bestimmt schöne Videos. Also draufklicken und Spaß haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.